Also Leute, draußen klonkalt, herzerwärmendes beim Fußball. Wir haben einen Herbstmeister, wie es so schön heißt, Bayer Leverkusen. Die am letzten Spieltag schon geführt, haben sich das durch ein 3-2 gegen Gladbach auch nicht vermiesen lassen. Bayer Leverkusen. So ein Club mit dem Charme einer Pillenverpackung. Mal sehen, ob das was wird. Jedenfalls muss man das erstmal hoch anrechnen. Also die sind schnell, sind aggressiv, die haben eine gute Mischung zwischen Routiniers und wilden, jungen, ehrgeizigen Spielern. Das passt schon. Zusammengefügt von einem alten Trainer, Don Jupp, so wie er damals in Spanien genannt wurde, als er mit Real Madrid noch die Champions League gewonnen hat. Don Jupp Heynckes hat diese Mannschaft geführt. Und, wie Sportchef Rudi Völler sagt, er hat ihr einfach Selbstvertrauen eingeimpft. Im letzten Jahr, wir erinnern uns, hat Leverkusen auch klasse Fußball gespielt. In der Rückrunde sind sie eingebrochen. Als sie damals nach Düsseldorf mussten, weil ihr Stadion umgebaut wurde, die haben sich auswärts dann in Düsseldorf bewegt wie Erstklässler in der Geisterbahn. Völlig panisch, sind auf dem 9. Platz abgestürzt. Also traut man dem ganzen Frieden mit Bayer Leverkusen an der Spitze doch noch nicht so. Aber Jupp Heynckes ist ein Phänomen. Uli Hoeneß hat ihn letztes Jahr oder dieses Jahr am Ende der letzten Saison aus dem Ruhestand geholt. 5 Spiele ist er bei den Bayern ungeschlagen geblieben, hat sie noch in die Champions League geführt. Jetzt 17 Mal mit Leverkusen ungeschlagen. Der Mann ist ein Phänomen. 2007 war seine Karriere eigentlich beendet, nach 2 Missverständnissen in der Bundesliga, da mit Schalke und Gladbach. In Gladbach hat er dann Morddrohungen bekommen und so weiter und so fort. Er hat sich durchgebissen, war dann aber am Ende, er konnte nicht mehr, mit Fußball abgeschlossen. Uli Hoeneß, sei Dank, ist Bayern Leverkusen Spitzenreiter. Völlig irre. Nun traut man dem Frieden wirklich noch nicht, denn Leverkusen, 4-mal waren sie vorne dran, 4-mal sind sie in ihrer 30-jährigen Bundesliga-Geschichte Zweiter geworden am Ende einer Saison. Wir warten also ab. Völlig überraschend, und das ist eigentlich grandios, tummeln sich die Schalker da vorne. Das ist eine Mannschaft mit 17, 18-Jährigen. Manche bekommen in der Kneipe noch nicht mal ein Bier, wenn sie einen Ausweis hochzeigen. Also das ist schon ein Phänomen. Und auch dort ein alter Trainer zu Hause, Felix Magath, hat diese Truppe auf Vordermann gebracht, dass man einfach nur noch staunend, fassungslos daneben steht, Beifall spenden muss. Das war ja nie zu erwarten. Schalke, kurz vorm Bankrott, 144 Millionen Euro Schulden. Die waren mausetot. Viele befürchteten schon, dass die einfach mal jetzt irgendwann die Lizenz verlieren. Es wurde nachkontrolliert von der DFL. Und jetzt haben sie gesagt, alles gut. Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende, sagte, wir können ruhig schlafen. Na, wenn das nicht eine schöne Weihnachtsüberraschung ist für die Schalker. Und dann, wie geht's weiter? Felix Magath sagt, ganz lässig, grinsend, ich bin nicht so Weihnachtsmann und ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber wir würden gerne so weitermachen. Nun gut, die Schalker werden sicherlich nicht Meister. Also wenn, dann wäre das wie so eine Mondlandung der Philippinen oder sonst irgendwas. Also die Bayern sind Favorit. Wir warten, was die Rückrunde gibt. Und in diesem Sinne, uns allen ein paar schöne Feiertage, ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir sehen uns am 17., 18. Januar, sehen wir uns wieder, dann startet die Rückrunde und dann geht's weiter. Machen wir ein bisschen anderes Format, lasst euch überraschen. Bis dahin, also, viele Geschenke, haltet die Ohren steif, feiert schön, tschüss.